Der Businessman, der nach den Sternen greift. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Sulsul, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, ihr habt mir ganz tolle Sachen geschickt und Ideen, was wir mal machen können und sollen. Das eine oder andere, ich habe einen Hüftschwung drauf hier, holala. Das eine oder andere können wir erst machen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Unter anderem war der Vorschlag gekommen oder die Bitte jetzt auf mein Set-Review-Video, ob wir das nicht mal testen können, ob in dem Gewächshaus auch Pflanzen im Winter wachsen können, die zum Beispiel eigentlich im Sommer wachsen sollten. Und das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Sache und spannenden Idee. Ich muss noch mal gucken, wo ich das Gewächshaus hinbaue, weil ich ja hier gerne einen Pool haben wollte. Ich muss mal gucken. Hier sind prinzipiell ja nur so kleinere Fenster. Also von daher könnte ich mir das Gewächshaus hier vielleicht ganz gut vorstellen. Warum ist da eine Lampe? Was? Hä? Wie kommt denn die da hin? Hä? Wie kommt denn die Lampe da hin? Ich will gerade, ich bin, das ist da. Hä? Ja gut. Haben wir halt ein bisschen mehr Geld, ne? Ja gut. Ja, ich möchte auf jeden Fall mit dem Bestreben weitermachen. An die Grenzen gehen, wenn Energie geladen. Da muss ich halt echt mal gucken, wie ich das mache. Oh Gott, Leute, ich schäle mich. Ich habe gerade eben frisch geduscht. Kennt ihr das, dass ihr dann vom Abtrocknen, wenn ihr euch mit einem rauen Handtuch abgetrocknet habt, die ja besser abtrocknen an sich. Hey! Kennt ihr das, wenn ihr dann so hautlos schubbelt? Ach, ich hasse das. So, Glückslevel sehr, sehr hoch. Das wollen wir natürlich auch, dass das so bleibt. Also such mal bitte nach Wertsachen. Zwei Fitnessgeräte besitzen. Ja, wir brauchen noch ein zweites. Aber das macht, im Endeffekt erst Sinn, wenn wir das mit dem an die Grenzen gehen gemacht haben. Dennis möchte aber Sommerhits hören und er möchte DJ-Musik hören. Sender wechseln. Was finden wir denn als erstes? Sommerhits. Zuhören. Sommerhits. Ich habe ein cooles Sammelobjekt erhalten. Schon wieder. Oha. Das ist ja richtig gut. Den krassen Goldlaubfrosch. Der ist mega. Guck mal, der kostet 8.058. Hä? Warum kann ich ihn nicht verkaufen? Ja, dann machen wir es halt über den Baumodus. Dann machen wir es halt so. Darauf hatte ich gehofft, weil ihr erinnert euch vielleicht noch, wir haben ja diese ultra krasse Rechnung. So, jetzt haben wir 9.600 Simoleons. Jetzt können wir unsere Rechnung begleichen. Oh, warte mal, ich bin ein Kokett. Was will ich tun? Was mache ich? Ich spiele My Sims Go. Ich möchte aber, dass du, Rabatttag-Stimmung teilen. Hä, warum möchte Dennis die ganze Zeit nur Musik hören? Charky Gelba. Gelbador. Yes. Bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Ich bin sehr glücklich. Das ist mein Beat. Ja, Sommerhits sind... Sommerhits gehen immer. Real Talk, Leute. Chip, Chip. Was ist denn das? Es ist kein Frosch. Den Surfer-Eierfrosch, den züchten wir mal mit dem Sonnenblumenfrosch. Oh, schade. Es ist ein zweiter davon geworden. Ja, also wir müssen die Rechnung bezahlen. Ansonsten haben wir bald ein Problem. Belaru, Yabakor. Bezahl du mal gerade die Rechnung. Ich glaube, also ich werde morgen definitiv staubsaugen. So viel ist sicher. Dennis muss Level 2 der Logikfähigkeit erreichen.
Wie viel Energie hat er? Ja, der hat noch relativ viel Energie. Dann lassen wir ihn doch mal ein bisschen in die Sterne gucken. Super, ich habe schon wieder ein Schälchen fallen gelassen. Unmöglich bin ich, unmöglich. So, wir machen jetzt erstmal, die machen wir jetzt erstmal platt. Also ganz ehrlich, Wolli gehört jetzt hier in unser, zu unserem, Warum kann ich den nicht kaputt machen? Ups, nee. Ja, um Hilfe beim Putzen bitten wäre auf jeden Fall auch cool. Hubala. So, also was ist jetzt das Problem? Warum kannst du da nicht... Hä? Also staubsaugen kann ich nicht, aber ich kann drauf treten. Kann ich hier denn generell staubsaugen? Ich muss unbedingt... Kann ich im Badezimmer nicht staubsaugen? Das wäre mega belastend. Dann wird das da ja nie wieder ordentlich werden. Und da ist eine neue Wollmaus gekommen. Hier. Der Businessman. Der nach den Sternen greift. Hat gar keine Brille auf. Hupsala. Fällt mir jetzt gerade mal eben auf. Also Dennis wechselt tatsächlich die Brille, wenn er auf die Arbeit geht. Der hat nämlich eine schicke Brille und eine Alltagsbrille. Ich tatsächlich übrigens auch. Die trage ich aber immer. Und dann habe ich noch eine Brille, die ich beim Sport trage. Da habe ich nämlich immer Schiss, dass ich mir die kaputt mache. Ja, aber wir sollten jetzt vielleicht doch trotzdem mal langsam ins Bett. Ich kann das doch, warte mal, hier. Warte mal, ich kann das doch auch wegwerfen. Oh Gott, Leute, wir sollten es jetzt immer einstauben lassen. Weil jedes bisschen Staub bringt uns einfach Geld. Das ist ja voll praktisch. So, warte mal, jetzt habe ich alles eingesackt. Ja, gibt jetzt aber leider nur einmal Geld. Das hätten wir sinnvoller machen sollen. So, ich will schlafen. Komm ab hier, Techtelmechtel. Ich habe Bedürfnisse. Bitte erfüllen. Wie sieht's aus mit seiner Logikfähigkeit? Noch nicht wirklich besser. Ohohoho. Okay. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst nicht vom Balkon bis ins Badezimmer, bis ins Schlafzimmer dackeln, ohne irgendwas auf dem Handy zu tippen. Ey, schäm dich. Shame. Shame. Ja, gut. Ja, also wir müssen hier unbedingt Ordnung kriegen. Also ich hoffe, ich kriege das Badezimmer sauber. Das wäre richtig schlecht, wenn nicht. Ja, moje. Dennis ist schon wieder spät dran. Mir fällt übrigens gerade auf, dass mein Headset nicht leuchtet. Meine Tastatur leuchtet grün, aber mein Headset leuchtet nicht. Orangensorbet zum Frühstück? Was ist denn bei dir kaputt? Ich hoffe, ich mache was für die komplette Family, aber ich glaube fast nicht. Wenn es nur so wenig gekostet hat, dann ist es, glaube ich, nicht für uns beide. Es verspielt. Warum? Gleiche Wellenlänge. Oh, wegen Gefühls der Vertrautheit mit jemandem in der Nähe. Ja, das kann ich eigentlich wirklich bestätigen, dass wir wirklich tipptopp auf einer Wellenlänge sind. Also so empfinde ich es auf jeden Fall. Ich hoffe, Dennis empfindet es auch so. Wenn sich Dennis jemandem nahe fühlt, hat er keine Angst, auch seine alberne Seite zu zeigen. Es wird Zeit, die Insiderwitze und lustigen Anekdoten aus der Vergangenheit wieder rauszukramen. Ja, das stimmt definitiv. Und ich habe Level 4 der Kochfähigkeit erreicht. Oh, aber ich habe echt nur was für mich gemacht. Was habe ich mir denn bitte gemacht? Churros? Ich habe mir Churros gemacht als Frühstück. Das kann jetzt nicht mal ernst sein. Ja, komm, dann... Nimm den Joghurt, wolltest du ja sowieso schon. It's getting hot in here. Ja, meine Güte. Ja, wie gesagt, also ich muss unbedingt heute hier aufräumen. Ich muss putzen. Also hier sieht es eigentlich schon gar nicht mehr so schlimm. Ja, doch, hier hinten sieht es noch schlimm aus. Aber ich kann das ja auch sauber zaubern. Nee, kann ich nicht. So, geh mal aufs Klo. Zieh dich an. Und dann...
hier mal alles platt machen. Ganz ehrlich, das ist ja nicht hier. So, wir müssen mal gucken. Vielleicht gräbt Wolli ja heute nochmal was Tolles aus. So, such mir mal was. Es ist so süß. Ich ganz ehrlich, die sind so putzig. Die sind so putzig. Das ist übrigens auch ein Set mit den Wuschlis hier, mit den Wollmäusen. Haben wir jetzt was bekommen? Recycelter Müllhaufen? Können wir immerhin verkaufen? Oh, ne, ich weiß es nicht. Es saugt und bläst der Heinzelmann. Wie war das nochmal? Ich krieg das nicht mehr beieinander, wie das eigentlich hieß. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Bin hier voll in meinem Element. Also ganz ehrlich, ich find's cool. Oh, das Set. Es ist ja ein kleines Set. Und damit kam eigentlich relativ viel. Ich bin sehr konzentriert. Kein Stäubchen wird übersehen. Never ever. So, hier bitte. Oh, revolutionäre Idee. Ich mach mal gerade den Shader aus. Die vielen Stunden, die Dennis damit verbracht hat, auf Erfassungsformulare zu starren, haben ihn inspiriert. Er hat eine revolutionäre Idee entwickelt, bei der eine KI verwendet wird, um Eingabeaufforderungen bezüglich der Nutzungsbedingungen bei der Installation von Apps automatisch anzunehmen. Dadurch könnte das Unternehmen jedes Jahr mehrere Minuten Zeit einsparen. Wird Dennis es wagen, aus der Masse hervorzutreten und seine Idee voranzutreiben? Ist das nicht das gleiche, was wir schon mal am Anfang gehabt haben? Ich glaube, ja. Wir treiben die Idee wieder voran. Das Unternehmen macht einen Testlauf mit der Idee von Dennis und es endet im Desaster. Was? Nein! Eine mittelgroße Verschlechterung! Scheiße, ich habe gedacht, das ist ja eine Verbesserung. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, supi. Dann arbeite mal fleißig. Was bringt ein Überstunden machen? Ist er denn wirklich länger weg? Ich weiß es nicht. So, nachdem ich jetzt hier wirklich perfekt geputzt habe, möchte ich jetzt, glaube ich, gerne mal in die Stadt gehen. Ich will mir auch unbedingt noch mal ein neues Outfit auswählen. Oh, Dennis, geht's wieder nicht gut. Er ist beschämt wegen dem Fehlversuch. Das musst du nicht sein. Jeder hat mal einen blöden Tag. Outfit ändern. Ich möchte gerne das da anziehen. Und jetzt möchte ich nämlich gerne, wie gesagt, mal in die Stadt reisen. Einfach mal gucken, ob ich vielleicht ein paar coole Leute treffe. Who knows? Können wir doch eigentlich mal machen. Hab ich bislang noch gar nicht großartig gemacht. Habe ich das überhaupt? Ja, doch, einmal sind wir gereist mit Dennis in die Stadt. Hallo? Warum passiert hier nichts? Okay, ich habe jetzt gerade einmal das Spiel neu gestartet und jetzt funktioniert es. Keine Ahnung, hat sich vielleicht eben verschluckt. I don't know. So, ja, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Ich glaube, in San Myshuno kann ich eigentlich viele coole Leute treffen. Ja, aber in anderen Orten eigentlich auch. San Sequoia. Also richtig, richtig gespannt bin ich auf Tatosa auch. Aber ich glaube, da würde ich mal mit Dennis hinreisen. San Sequoia. Tja. Brightchester, das ist ja mehr so die Schulnachbarschaft. Oder wir gehen einfach nach Willow Creek in den Park. Nee, Leute, wir gehen nach San Myshuno. Und zwar dahin, wo ich meistens hingehe. Ich weiß, es ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen lame. Nee, wir gehen hier hin. Wir gehen zum Sky Fitness. Weil dann können wir zum einen... Wie alt sind denn die alle? Nee, ich gehe erstmal alleine hin. Ich nehme keinen Ballast mit. Oh Gott, wie böse das klingt. Ja, ich will frei, ohne mit irgendwelchen Leuten da rumzuhängen, möchte ich gerne neue Kontakte knüpfen können und vielleicht eine neue beste Freundin finden können. Ich möchte auch noch meine Freundin in Real Life gerne hier erstellen. Da bin ich aber einfach noch nicht so weit. Da muss ich mal noch schauen, ob ich das hinbekomme. Aha. Da können wir beim Musikspielen zuhören. Das möchte ich jetzt aber gerade nicht. Ich will jetzt hier aber auch nicht so ultra schwitzen, weil dann ist halt auch schlecht, Leute anquatschen. Was hat er? Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Ur-Ur-Urgroßvater des Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die Erbschaft an? Das habe ich noch nie gehabt, aber das klingt mehr als suspekt. Unter welchen Bedingungen?
Sehr clever. Nun ja, es gibt einige Bedingungen, aber eine dieser Bedingungen ist, dass es keine Bedingungen geben wird, wenn du nach Bedingungen fragst. Also gibt es keine Bedingungen, oder? Ja, wir haben 2.500 Simoleons gemacht. Mir fällt gerade alles in den Schoß. 10.105 Simoleons am Konto. Nice. Vielleicht gehe ich doch eher zum Karaoke singen. Leute, hier waren so coole Leute. Oh, da ist wieder der Hubschrauber. Hier waren so coole Leute, als ich die Aufnahmen gemacht habe für die erste Folge. Sie ist auch cool. Also sie ist ein Teenager. Aber sie ist trotzdem cool. Ich stelle mich trotz allem mal freundlich vor. Es ist einfach so cringe, dass ich. Alles okay? Alles gut. Sie hier. Die Jenna, die finde ich auch cool. Der möchte ich mich mal freundlich vorstellen. Die finde ich auch echt cool. Das ist so ein hübscher Sim. Die finde ich richtig cool, oder? Alter, was habe ich für eine Figur? Okay, ich glaube, da muss ich aber ein bisschen nachbessern. Das ist ein bisschen unrealistisch. Okay, also das ist unser erstes Opfer. Wahrscheinlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Opfer. Das war jetzt gerade irgendwie nicht so. Irgendwie haben wir uns jetzt gerade nicht so verstanden. Warum? Was ist da los? Ja, so ein bisschen schon. Bisschen schon. Ava ist schon ein bisschen älter. Wollen wir uns nicht einfach mal ein bisschen unterhalten? Hier, freundlich. Okay, Hobbys. Wollen wir nicht hier von Fitness schwärmen? Guck mal, wir sind beide im Fitnessstudio. Da wird das doch, guck mal, hier. Oh, ist sie genervt davon, dass ich sage, hey, du hast gute Muskeln? Scheinbar echt. Was denn mit der los? Oh, jetzt ist aber gerade, tut sie aufgeschmeichelt. Was denn jetzt mit der? Kann die sich mal entscheiden, was sie will? Ey, die da hinten, die ist ja auch richtig krass drauf. Die ist ja. Alter, was hat die für Beine? Was hat die für Beine? Die macht doch Bodybuilding. Alter, was ist das krass? Was ist das krass? Guckt euch die Quads an. Guckt euch die Waden an. Alter, hier hinten. Guckt euch. Boah, guckt euch die Hamstrings an. Der Arsch. Alter, ist die. Die ist aber. Boah. Hoho. Ja. Da bin ich nur weit von entfernt. Da gucke ich nur dumm. Ja, direkt erstmal einschleimen hier. Oh, ich stinke. Okay. Eieiei. Wer ist sie? Ach, sie ist die Kyla. Die ist aber auch cool. Die ist auch mega hübsch. So, so. Freundlich vorstellen bitte einmal. Die finde ich auch richtig cool. Die ist auch cool. Ja, krass. Aber wie gesagt, ich, ja. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Und das sage ich jetzt auch, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Freut mich sehr. Und ja, morgen kommt direkt die nächste Folge. Ist jetzt also ein bisschen verschoben wegen meiner Festplatte. Aber wie gesagt, morgen kommt dann schon die nächste Folge und für Montag hatte ich ja, glaube ich, auch noch eine eingeplant. Also auf jeden Fall einschalten.